Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Wir wollen euch jetzt ein kurzes Update geben, wo wir gerade stehen in unserem Kochblog-Projekt. Und wir werden auch auf SEO eingehen, da wir viele E-Mails bekommen haben von euch. Vielen Dank schon mal. Und was wir genau machen können mit SEO, erzähle ich euch gleich. Kurz zum Update. Wir sind gerade dabei, das Design zu ändern. Der Dob hat auch schon einige Gerichte vorgekocht und auch Fotos geschossen. Diese werden wir dann auch hochladen auf dem Blog als auch auf dem Instagram-Profil. Und in ein, zwei Tagen sind wir dann soweit, dass wir Instagram laufen lassen können, dass die Leute auf unser Instagram-Profil kommen und dann auch auf unseren Blog gelangen. Und was ihr in der Zwischenzeit machen könnt mit SEO, verrate ich euch gleich. SEO ist ein sehr umfangreiches Thema, deswegen werde ich jetzt nicht akribisch darauf eingehen, aber ich werde einen kleinen Teil herausnehmen, und zwar Backlinks, also wie man Backlinks setzt. Das ist ein sehr wichtiges Thema, Off-Page-SEO, da will man eben schaffen, dass verschiedene relevante große Seiten auf deine Seite verlinken. Wie man das aber selber machen kann, ist ganz einfach, indem man durch verschiedene Foren geht und dort nach relevanten Threads oder Posts schaut und sich mit ins Gespräch einbringt. Also man will einen Mehrwert bieten. Und am Ende dieses Mehrwerts kannst du natürlich auch deinen Backlink setzen. Wenn du Glück hast, bleibt der Post. Wenn du Pech hast, musst du eben deinen Mehrwert überdenken. Social Media. Durch Social Media kann man auch einige Backlinks setzen und das läuft eigentlich ähnlich ab wie bei den Foren. Und zwar in Facebook kann man zum Beispiel in öffentliche oder private Gruppen reingehen und dort seinen Mehrwert bieten, also wirklich einen Mehrwert bieten mit Backlinks. Und ich kann euch nur sagen, Google gefällt auf jeden Fall, wenn Links von Social Media Kanälen kommen, wie zum Beispiel Facebook, Tumblr, whatever. Also wie gesagt Leute, das war jetzt ein kurzes Update, was wir gerade machen. Und was über SEO, und im nächsten Video geht es eben um die ganz heißen Sachen, und zwar um Klickraten, Bounce-Raten, Besucherzahlen etc. Also bleibt dran, bis zum nächsten Mal.